Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Montagabend 19:45 Uhr. Wir schalten uns mal ein Stück weit später in den Markt, zu dem Markt hinzu, nachdem ja heute Morgen schon der DAX schwächer reinkam und hier ja nachbörslich bzw. auch bis zum Xetra-Handelsschluss deutlich federn lassen musste. Die Situation hier im deutschen Aktienmarktindex wollen wir dann aber morgen in der Früh besprechen, je nachdem, wie die Märkte dann aus Asien noch den DAX in der Indikation beeinflussen. Jetzt wollen wir erstmal auf den US-Markt schauen, der sich hier für den, ja, ich will sagen, Plan B entschieden hat, denn mit den nochmaligen Ausbruchs, wir versuchen hier im Wochenchart-Intervall diese große Konsolidierung, die hier seit März 2015 läuft, nach oben zu verlassen, muss mit Verlaub doch schon wieder als gescheitert angesehen werden und ein Rücklauf in Richtung der Unterstützungsmarke 2040-2045 Punkten scheint hier kaum vermeidbar. Was sehr interessant sein dürfte, interessant sein wird, ist eben hier dann das Verhalten nach der Fed am Mittwoch um 20 Uhr haben wir hier einen großen Fed-Event und da wird es ganz spannend sein, inwiefern es hier dann zu ja entweder einer Kehrtwende nach oben kommt oder zu einem Durchbruch nach unten. Wir können hier erstmal den blauen Pfeil zur Seite legen, denn so ein Stück weit muss man sagen, hat sich die eigentlich wieder positiv zunehmende Situation hier von Mitte Juli wieder deutlich eingetrübt. Wir haben hier übergeordnet nach wie vor diese Divergenzbildung hier auf ganz großem Chartbild. Seit hier Ende 2013 haben wir im Wochenchart mit den immer wieder neuen Verlaufshochs, Allzeithochs eine ganz klar abwärts gerichtete Tendenz. Der RSI hat es nie gepackt, hier die letzten Verlaufshochs signifikant zu überschreiten. Und insofern haben wir hier eine sehr, sehr strukturell klare Divergenz in Ausbildung. Und das ist schon mal per se ja keine positive Nachricht unter mittelfristigen Gesichtspunkten. Zudem, ich hatte auch hin und wieder mal auf die Zyklik des S&P 500 hingewiesen, da ist eine ähnliche Situation da, dass eben hier rein vom 7-Jahres-Zyklus eine stärkere Abwärtsbewegung bevorstehen könnte, bevorstehen sollte. Das werden wir uns in der laufenden Woche entweder per Video oder nochmal per Streambeitrag selbst mal genauer anschauen. Der S&P 500, wie gesagt, hier in einer prekären Situation, die kurzfristig in jedem Falle nochmal Rücksetzer bis zu den letzten Tiefs zulässt. Und hier das Tief von März im Bereich 2039 Punkte, ganz, ganz wichtig. Wenn wir da per Wochenschlusspreis drunter gehen, dann muss man sagen, haben wir hier sicherlich die Situation eines blauen Abwärtsszenarios, was dann hier sicherlich ja, deutliche Abgaben zur Folge haben könnte. Wir sprechen dann über mehrere Korrekturwochen, die dem Markt dann hier richtig sozusagen zuschlagen könnten, den Markt richtig zuschlagen könnten, um dann hier weitere Abwärtsimpulse zu initiieren. Auf der anderen Seite, wenn es mal hier deutlich über die letzten Hochs, über 2130 Punkte ginge, dann wäre hier sicherlich Potenzial auf der Oberseite, aber wir sind eben gut gelaufen. Saisonal haben wir auch eher eine düstere Phase vor uns und ja, die Topbildung hier oben, mehr oder weniger war das ein bullisches Konsolidieren auf hohem Niveau. Nur haben wir eben jetzt hier mit der Divergenz hier unten eben doch schon die Situation, dass hier so ein bisschen die Luft langsam dünner wird und wenn er es nicht schafft, der S&P, und das war in der letzten Zeit immer wieder nach neuen Allzeithochs der Fall, hier signifikant nach oben aufzudrehen, dann muss man sagen, irgendwann verabschieden sich die Verkäufe und dann sieht es eben bitterlich aus. Schauen wir neben dem Wochenchart, der hier mal im großen Bild, ich will es nochmal kurz zeigen, wenn wir unter 2039 Punkte fallen sollten, hier dann erhebliches Potenzial hier bis zur Unterstützungszone vorgeschaltet, 1980 und im Ausnahmefall bis 1875 Punkte etwa zulassen würde. Das ist ja wirklich der Wochenchart, also nichts für morgen, aber wenn hier die Stimmung weiter abebbt, dann kann das passieren. Jetzt haben wir hier nochmal den Tagesschart, den wir uns auch in der letzten Woche angeschaut haben. Und hier war schon praktisch hier die dreifache Topbildung benannt. Allerdings immer noch die Option, dass der S&P, und das war hier der blaue Tendenzpfeil, dass wir uns hier über 2100 Punkten stabilisieren können. Das geschah ja nun am Freitag nicht und insofern hat sich hier das graue Alternativszenario jetzt etabliert und schneller als erwartet, mit Verlaub, sind wir hier bereits beim Unterstützungsniveau 2070, 2065 Punkte hier angekommen. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich sagen muss, der Index hat hier wirklich eine Schieflage aktuell. Es kann jetzt hier natürlich jederzeit zu temporären Erholungsbewegungen kommen, aber wenn wir uns hier die Bewegungssystematik der letzten Impulse anschauen mit dieser Top-Bildung, dann wurde nach diesem Verlaufshoch ein Verlaufstief gemacht, wieder ein Verlaufshoch, der letztlich oder ein Versuch, ein Verlaufshoch zu markieren, der scheiterte. Neues Verlaufstief, tieferes Verlaufstief. Wieder mal der Versuch, hier nach oben was zu reißen. Und jetzt ist aber hier die Frage: Wir haben das erste
Abwärtsmomentum schon abgebaut. Ob es nicht hier sogar noch reicht, hier direkt ein neues Bewegungstief auszuloten. Und das wäre eben hier insbesondere unterhalb von 2042, 2040 Punkten der Fall. Der S&P 500 in jedem Falle hier mit einer Tendenz, die jetzt hier so einen großen Rebound schon fast gar nicht mehr zulässt. Wie gesagt, die Fed kann am Mittwoch hier das Ruder rumreißen. Sie kann, wenn sie es denn tut, am morgigen Tag vielleicht temporäre Erholung, dann aber rein technisch in jedem Falle Abwärtspotenzial bis in den Bereich 2040, vielleicht sogar dann nochmal ein Stück tiefer in Richtung 2000 Punkte dann schon tendenziell. Das wird wahrscheinlich der Mittwoch richten. Die Aussichten hier, das muss jetzt nicht auf den Tag genau passen, sind aber für den S&P jetzt mittlerweile wieder eingetrübt. Wir haben hier oben so eine Top-Bestätigung. Ja, wir haben eine schwache Saisonalität vor uns. Also es gibt nicht viele Argumente inklusive der Gefahr einer Zinsanhebung in den USA, die Angst schlechthin, dass der Markt jetzt hier nochmal groß auftritt. Da müssten schon monstermäßige Quartalszahlen kommen und alles hier sozusagen ins Bild passen, dass der S&P 500 hier nochmal richtig aufdrehen kann. Der rein technisch ist hier die eigentlich konstruktive Situation, wenn wir hier bei 2100 Punkten gedreht hätten, verworfen mit der Schwäche vom Freitag, mit der Schwäche von heute. Korrektive Erholungsversuche könnten hier beim bekannten Widerstandslevel 2085 bereits wieder stoppen, um dann neue Tiefs zu initiieren, die dann auch noch deutlich tiefer führen könnten. Und insbesondere unterhalb von 2040 Punkten wird es dann eben hier wirklich kritisch. Das, wie gesagt, die Situation, die wir jetzt hier am Markt haben. Wir machen mal hier die blaue Schablone, Punkt hinzufügen. Hier nochmal ein Stück weit anders Fahrt. Und jetzt ziehen wir das mal nach unten. Wenn es nämlich hier ein neues Bewegungstief in der Zyklik gibt, dann ist es sicherlich an der Zeit, dass wir hier die Marke von 2040 unterschreiten. Leicht positiv, das ist der Pendant dazu. Wenn hier am Mittwoch Preise über 2085 gemacht werden per Tagesschluss, dann kann der Index hier nochmal eine Attacke in Richtung Allzeithochs versuchen. Allerdings aus aktueller Sicht eher der Alternativplan und eben nicht das präferierte Szenario. Ja, wir haben natürlich jetzt schon viele Tage gesehen der Schwäche, aber es ist hier ein gewisser Abwärtsdruck, den man sich eben auch nicht verschließen kann. Und noch konsolidiert hier mehr oder weniger alles auf hohem Niveau, aber der Index hat bislang nie die Kraft gehabt, hier deutlich über 2130 deutlich in Richtung neuer Allzeithochs rauszuziehen. Und das ist doch schon mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. So, dann, liebe Zuschauer, schauen wir mal an, was die weitere Woche noch bringt. Wie gesagt, der Mittwoch wird sehr, sehr spannend. Hier der S&P 500 mit der gescheiterten 2100er Marke. Das hätte klappen müssen am Freitag. Hier im Sinne dieser möglichen Stabilisierung, das blieb aus. Insofern hier kein Augenschmaus für die Bullen. Aktuell 2065 Unterstützungslevel erreicht, sehen wir auch hier im Tageschart. Temporäre Erholung möglich, aber hier über 2085 wird es wohl nicht gehen. Deswegen machen wir hier auch gleich die Red Zones draus. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es mal gewesen zur Beschau vom S&P 500. Morgen dann direkt frisch der DAX. Kurz nach 10, 10:30 Uhr in dieser Spanne. Wollen noch mal sehen, was er da macht und ob wir dann hier schon unter 11.000 Punkten möglicherweise notieren. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Restabend und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer. Ciao.